Die Ruinen von Fukushima. Vor 10 Jahren wurde das japanische Atomkraftwerk durch eine Tsunamiwelle teilweise zerstört. 3 Reaktoren schmolzen und explodierten. Seitdem können sie nur provisorisch gekühlt werden. Um das radioaktive Kühlwasser aufzufangen, reichen die inzwischen 1000 Tanks auf dem Gelände bald nicht mehr aus. Aber wohin damit? Japans Regierung sieht nur eine Lösung. Die Brühe soll ins Meer. Nachbarländer und Umweltschützer protestieren. Die Atomanlage in Fukushima. Mehr als 1 Million Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser lagern hier. Jetzt geht der Platz zur Neige. Mehr als 10 Jahre hat man mit dem Wasser den zerstörten Reaktor gekühlt. Nun soll ein Teil davon verdünnt und gereinigt ins Meer abgelassen werden. So verkündet es die Regierung. Wir werden Sicherheit über den gängigen Standards gewährleisten. Und die Regierung wird auch gegen anderslautende Gerüchte vorgehen. Unter diesen Voraussetzungen haben wir uns entschieden, dass das Ablassen des Wassers in den Ozean eine gangbare Option ist. Umweltschützer und internationale Organisationen kritisieren die Entscheidung. Die schädlichen radioaktiven Stoffe wie Tritium könnten nicht vollständig entfernt werden, würden über die Fische wieder zu den Menschen gelangen. Die radioaktiven Substanzen beeinflussen das Ökosystem und so setzt sich dann auch die Anreicherung fort. Es ist nicht nur das verdünnte Tritium, sondern es gibt auch andere radioaktive Stoffe, die ins Meer geleitet werden. Ein Einfluss durch das Wasser, das sich im Meer verteilt, ist auch auf andere Länder nicht auszuschließen. China nennt das Vorgehen Japans extrem unverantwortlich und auch aus Südkorea kommt Kritik. Das Ablassen des kontaminierten Wassers sei eine Gefahr für die Unterwasserwelt. Mit dem Einleiten des Wassers soll in etwa 2 Jahren begonnen werden.